Es wird ja immer gesagt, dass das Bundesteilhabegesetz dazu gemacht ist, um wirklich mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Wir schätzen das aber so ein, dass es nicht mehr Teilhabeleistungen bringen wird, sondern das Gegenteil der Fall ist, dass es Verschlechterungen geben wird, trotz ein paar Fortschritten, zum Beispiel in Bezug auf Budget für Arbeit. Aber insgesamt ist es ein absolutes Spargesetz. Ich will mal vier Forderungen auch von uns, von Seiten der Linken und insbesondere von der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstbestimmte Behindertenpolitik zu benennen. Da geht es einmal darum, dass die Zugangsvoraussetzungen für Eingliederungshilfe eingeschränkt werden. Man muss in Zukunft mindestens in 5 Teilbereichen nachweisen, dass man dort Bedarf hat, statt in 5 von 9 Zugangsberechtigungen. Dann geht es darum, dass Eingliederungshilfe in Zukunft nachrangig behandelt werden soll vor Pflegeleistungen. Das ist auch ein Zustand, der einfach viele Menschen dazu verdammen wird, dass sie keine wirkliche Teilhabe am Leben mehr haben werden, sondern dass sie zu Hause sein werden oder gegebenenfalls auch in ein Heim müssen. Ja, besonders prekär ist es eben, wie bereits gesagt, beim persönlichen Budget. Das wird sich auch widerspiegeln im Pflegestärkungsgesetz 3, was ja auch in dieser Woche zur Entscheidung ansteht. Und das haben Sie sicherlich alle gehört, die Frage Zwangspoolen. In Zukunft sollen Leistungen, Assistenzleistungen für schwerbehinderte Menschen, die sollen geteilt werden, sodass sie nicht mehr wirklich selbstbestimmt darüber entscheiden können, ja, was für sie gut ist. Und das steht für uns im Gegensatz, im krassen Gegensatz zur UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ja bereits im Jahre 2009 unterzeichnet hat.